Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 7. Staffel der 108. Folge, heute immer noch am 28.09.24 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt es hier mein herzliches Dankeschön und zwar geht's heute an den Sebastian Hieber. Der Sebastian hat nämlich am 5.05.24 hier auf dem Hauptkanal ebenfalls das öffentlich sichtbare Abo hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Numero 1426. Der Sebastian verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns zurück frisch nach der Eroberung von Burg Pendraik. Im Übrigen, soweit ich das rausgelesen hatte, damals in der Entwicklungsphase des Spiels, ist das wohl eine Hommage an den Clan Pendragon aus der Artus-Saga tatsächlich, wo wiederum ja auch die Batanier ebenfalls so ein bisschen ihren Ursprung haben. Aber gut, sei mal dahingestellt. Ich stehe jetzt vor der Wahl zwischen nochmal Sturmangriff auf Neviansk machen, was wir vielleicht gerade so unter hohen Verlusten noch schaffen könnten, oder aber die letzten zwei Ticks hier noch abzuwarten, die ja hier pro Ingame-Tag kommen. Wo stand das hier? Bei War Duration, genau. Das kommt da hier pro Tag immer nochmal so 1% oder so in dem Dreh dazu, um dann die Friedensverhandlung abzuwarten. Denn es steht ganz kurz vorm Krieg mit den Dryaden und die sind eine ganz andere Hausnummer von der Größe her. Und ich befürchte so ein bisschen, dass die Saker da wieder ihre Chance wittern. Allerdings sind die Saker gerade mit Karthago im Krieg und man höre, man staune, es ist tatsächlich passiert, dass die Karthager mittlerweile eine Stärke von 3500 haben und die Saker weniger. Was natürlich uns zu verdanken ist, weil wir den Saker mit jedem Krieg immer ganz viel Land versuchen wegzunehmen, damit die endlich aufhören, uns zu nerven. Weil die ja immer dann den Krieg erklären, wenn wir an einem anderen Ende der Karte auch einen Krieg zu laufen haben. Also es wäre jetzt die Überlegung, die Werns unter hohen Verlusten zu holen und dann direkt danach in den Krieg mit den Dryaden zu rutschen wahrscheinlich. Oder aber zu sagen, nee, komm, wir nutzen die Zeit jetzt und erholen uns noch ein bisschen. Deswegen werde ich jetzt erstmal kurz hier warten, bis meine Verwundeten sich erholt haben. Inklusive mir. Achso, jetzt geht es natürlich um Pendraik selber. Ich will es ja nicht haben, wie gesagt, aber ich stimme gerne mit ab. Uzi! Uzi möchte mal wieder was haben, ja? Was hast du denn nochmal? Alles sehr weit auseinandergezogen. Pfaffen. Ich vergesse immer, was die haben, ne? Ja, Mekalovea und Pendraik sind doch ein bisschen sehr weit auseinander. Tovir. Ach du Scheiße. Der hat da überall irgendwas. Ich halte mich diesmal raus. So. Ich frage mich auch, wie es hier sein wird, wenn ein Clan doch mal zu viel hat und dann dementsprechend diese Korruption bekommt wegen zu vieler Lehen, was ich jetzt gerade nicht habe, aber auf dem anderen Spielstand haben wir es ja, frage ich mich tatsächlich, ob die dann freiwillig auch einfach sagen, hey, okay, nee, die Burg so und so, die kann ich nicht gebrauchen, die verschenke ich jetzt, da soll neu abgestimmt werden. Weil theoretisch könnte das die KI, ich weiß aber nicht, ob sie es macht. Habe ich mich noch nie gesehen, dass sie eine Burg verschenken, die uns bereits gehört, habe ich noch nie gesehen. So, wir warten trotzdem noch, bis wir uns erholt haben. Vielleicht kommt bis dahin sogar die Friedenserklärung. Anscheinend nicht. Aha, da kommt Melidir. Was hat der vor? Gute Frage, nächste bitte, wa? Oh, ich hab noch einen Gefangenen. Komm mal mit. So, zack, zack. Kavallerie auffrischen, ja. Was hat denn der vor? Der will Pendraik belagern, obwohl ich drin sitze. Finde ich ja auch schon irgendwie witzig. Na, dann komm mal ran hier auf den Meter. Was für ein Idiot war das jetzt? Eleftheroi. Oh. Der hat 200 Kavallerie. Oh ja. Nee, da sollte ich keine offene Feldschlacht wagen. Das wäre genauso verlustreich, glaube ich. Der will mich echt belagern. Ist ja verrückt. Mal gucken, ob er es durchkriegt. Oder ob bis dahin die Friedenserklärung kommt. Ob ich jetzt hier einfach auf Zeit spielen kann oder ob er es wirklich durchzieht. Da kommt die Friedenserklärung. Aus der Reihe, Melidir. Bis zum nächsten Mal. Nein! Die Scheiße hat wieder meine Armee aufgelöst. Ach, komm schon.
Ach, okay. Na gut, wir können es trotzdem komplett auflösen jetzt erstmal. Die Leute brauchen jetzt dringendst wieder Truppen. Und ich muss wieder dringendst nach Warshack und Pferde ablegen, die ich zu viel habe. Viel zu viel habe. Oh Mann, 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 Mann. Ich darf nur nicht vergessen, zwischendurch auch mal nach meinen Karawanen zu gucken, ob es denen gut geht. Werde ich gleich machen, wenn ich hier im Warshack angekommen bin. Und dann werde ich wieder Dörfer abklappern müssen. So, und wir haben endlich Frühling. Jetzt sehen wir schon. Guck mal hier, die Eisgrenze, die ist bis nach Balgard zurückgegangen. Und noch teilweise hier in den Gebirgen. Ich bin mal gespannt, ob die Nahrungssituation jetzt besser aussieht im Allgemeinen. Also bis zum Herbst, sage ich mal. Ob dann grundsätzlich in unseren Lehen wieder mehr Nahrung vorhanden ist. Also als Güter, als Ware. Jorik hat eine Armee ausgerufen. Ja, viel Spaß damit. Dann geh mal in die Wüste. Ich rechne eigentlich jeden Moment damit, dass die Dryaden mit uns im Krieg sind. So, erstmal Rekrutierung. Och, danke, sehr freundlich. Handel. Hier, ihr kriegt erstmal die Waffen. Oh, Rüstung geht auch noch klar. Das hier geht auch noch klar. So, wie sieht es allgemein hier gerade aus? Nicht so geil. Es war gut, dass jetzt endlich mal ein bisschen Vorrat an Getreide und minimal auf Fisch da ist. Aber Kargeth wird ja ständig geplündert, weswegen halt zu wenig Fisch kommt. Und diese Geschichten hier. Hm. Na gut, ich gehe mal trotzdem erstmal wieder ins Versteck und lege Pferde weg. Die gehen komplett weg und dann so 700 irgendwas. Oh, habe ich noch Viehtrieb? Immer noch? Immer noch? Achso, ich habe auch zu wenig Leute. Aha. Machst du ja erstmal 700 draußen, dann gehe ich noch rekrutieren. Okay. Gut. Ich war schon lange nicht mehr hier oben rekrutieren. Hier könnte wieder ordentlich was rumliegen. Allerdings. Ah, nee, ich brauche Speermänner, ja. Ich brauche Speermänner. Ich wollte mir gerade sagen, allerdings sind hier relativ wenig Burgdörfer. Aber ich brauche ja auch die Bogenschützen und die Kavallerie. Wieso? Was? Wieso Duna? Kenne ich auch nicht. Na, ich sag ja, durch Geburten und Tode kommen hier auch immer wieder neue Charaktere hinzu, die man so aus dem Vanilla Game gar nicht kennt. Wir hatten da 0%. Was? Ach so, sie haben Frieden mit den Karthagern geschlossen. Ja gut, kann ich verstehen, dass sie damit mir jetzt einen Krieg haben wollen. Problem ist nur die Dryaden, da sind wir bei nicht mehr 100%. Also unsere Unterstützung liegt bei 90%. Aber eigentlich haben wir kein Interesse, kein politisches oder kulturelles, ne? Dann gehe ich kurz hier hin. Ja. Und Rekrutierungsbonus, ne? Wir haben ja diesen Erfahrungsbonus immer wieder. Zack, der Bumme, damit habe ich meine Kavallerie voll. Und die anderen werde ich dann zu Bogenschützen machen. 8 Stück nochmal, ja, okay. Gehen wir nochmal schnell hier rein. So. Oh, wow. Wow, bitte nicht alle auf einmal, danke. Wie sieht's bei euch mit der Nahrung eigentlich aus? Ach, guck mal einer Schau. Guck mal einer Schau. Hier läuft der Lachs, obwohl hier noch am längsten Winter ist eigentlich, ne? Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, die Saga also mal wieder, ja? Lass mich raten, spätestens dann, wenn ich hier hinten ankomme, erklären uns die Dryaden den Krieg oder wir ihn. Ja, gute Anzahl an Verteidigern. Da hat die KI gute Arbeit geleistet in der Zwischenzeit, muss ich ja mal sagen. Ja, logisch. Markep ist ja hier auch ein Infrastrukturzentrum. Ist ja fast wie Zeonika so reich gewesen, das Ding. Hm. Ich gehe mich erstmal auffrischen. Wenn ich aufgefrischt bin, also wenn meine Truppen wieder vollständig sind
Und bis dahin keine Kriegserklärung gegen die Dryaden kommt, dann sammle ich meine Leute und wir gehen rüber gegen die Saker. Es wurde was gelevelt? Was, wie, wer, wo? Der Glückspilz, der neue Statthalter. Sollt in eurem Trupp als Quartiermeister Rekrutierungskosten? Ja. Ich glaube nämlich immer noch, dass die Rekrutierungskosten auch für den Statthalter gelten, als Truppführer, aber ich bin mir wirklich unsicher. Der muss ja auch noch rekrutieren und ausbilden und alles. Frag mich jetzt nur echt, was mit dem Krieg gegen Karthago sein soll. Also, die sind so weit von uns weg, ne? Also, da passiert auch nichts. Es tickt einfach nur ganz normal hoch. Wir hätten schon längst einen Frieden machen können. Also, der Krieg selber war schon unsinnig. Oh, wow, danke. Bitte nicht alle auf einmal. Übrigens ist das Versteck hier oben weg, wa? Also, endgültig, so wie es ausschaut. Nachdem ich das letzte Mal manuell weggemacht habe, ist es auch nicht mehr wieder neu aufgetaucht. Finde ich gut. Und wie schön schnell ich jetzt bin, ne? Juppa, sehr schön. Ach, siehst du, ich wollte ja gucken nach unseren Karawanen. Beide in Ordnung, sehr schön. Und Juppa hat gelevelt, ist noch schöner, dann können wir sie jetzt noch auf Handel weiterscalen. So. Handel, ja. Brauch sie ganz, ganz dringend. Aber ich finde auch für das Spähen, damit sie halt schneller wird mit ihrem Trupp, darf sie auch gerne noch in Raffinesse einen Punkt bekommen. Da hat sie wieder ein bisschen mehr Lernrate. Sehr schön, weitermachen. Oh, hier ist doch wieder Elite dabei. Sehr schön. Aber ich bin auch ein bisschen mal überlegen, ob ich wirklich meine gesamte Truppe sammle. Oder ob ich es diesmal ein bisschen anders mache und einfach sage, nee, komm. Ich gehe jetzt alleine rüber an die Ostfront und befehlige aus der Entfernung meinen Clan, wo sie wann wie verteidigen sollen. Da haben wir ja die Option zu. Durch die Mods. So, wir können auch genau 30 dazu rekrutieren. Das muss ich ja nochmal gucken hier, ne? Also erstmal, zack, zack. Ja, das sind dann auch genau die 30, die jetzt noch fehlen eigentlich. Beziehungsweise 30 bis 40, weil die hier wären noch zu Bogenschützen. Ja, dann fülle ich den Rest jetzt mit Elite-Infanterie auf. Und wieso habt ihr bei einer Sortierung nach Typ die Langbogenschützen hier unten und die da oben? Hier ist doch Kavallerieabteilung. Ich sag ja, je länger so ein Spielstand geht mit Mods, desto verbuggter wird es auf Dauer einfach. Nö, ich klappe jetzt hier noch in Ruhe die Dörfer ab und bewege mich schon mal langsam Richtung Osten. Wenn ich merken sollte, es sind doch viel zu viele Saker mal wieder oder ich schaffe es nicht mit meinem einzelnen Trupp hier. Wo ich dann natürlich halt auch noch Verbündete rufen kann, die vielleicht auch in der Nähe sind oder schließe mich dort irgendwo eine Armee an oder so. Ach, natürlich. Ja, okay. Narf. Wieso, Pfaffen? Wieso? Ich gebe trotzdem für Beziehungsverbesserung nochmal 20 Punkte drauf. Mann, ey. Wieder ein Zwei-Fronten-Krieg. Ach, Odrisa wird geplündert. Es kann natürlich sein, dass die Saker jetzt hier nur den Krieg erklären, weil sie plündern wollen. Weil sie Geld brauchen, ganz dringend. Gleichzeitig sehe ich aber, dass Jorik hier dabei ist, die Belagerung von Burg Tamno zu unterbrechen. Wo ich jetzt aber nicht weiß, ob die gerade von den nicht Galliern, von den Karthagern oder von den Saker belagert wird. Könnte ja beides möglich sein. Im Übrigen sehe ich gerade, die Saker haben es geschafft, Rasit zu verteidigen. Krass. Haben die Karthager nicht geschafft zu erobern. Könnten wir hier einfach mal ein Friedensangebot nach Karthago schicken? Ich frage bloß für einen Freund. Ah, würde mich zu viel kosten. Und keine Unterstützung. Achso, und das hier ist übrigens dann auch wirklich Durchsetzen der Frieden. Das hier ist bloß Angebot und Abstimmung. Ja. Und noch habe ich sie aktiv mit skalierenden Kosten.
Das skaliert dann entsprechend des Kriegsstandes. Und wie gut wir denn dastehen im Kriegsstand. Was mache ich hier? Sorry. Nö, dann. Hier. Gucken wir mal, wir haben noch ein bisschen Speckgürtel hier drüben. Wenn ich merken sollte, oh je, da ist die Kacke ein bisschen am Dampfen, dann schicke ich meine Leute auf jeden Fall rüber zum Verteidigen. Und in der Zwischenzeit versuche ich vielleicht dann hier gegen die Saker was auszurichten. Sodass ich mich dann da eher einer verbündeten Armee anschließe diesmal. Statt selber eine zu führen. Oh yeah, baby. Das sehe ich gern. Wie sieht's aus mit Aufleveln? Ja. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir uns endlich mal wieder um die Bauoptionen von Tial und Orixala kümmern. Das ist natürlich auch mal eine Option, ne? Klar hätte ich auch hiermit über die Entfernung machen können. Aber ich mache das immer gerne vor Ort, weil da auch dann von der Infrastruktur die richtigen Werte drin stehen. So, 4 Leute noch. Die kriegen wir auf jeden Fall aus den Orixala-Dörfern. Wer bist du? Waldi? Okay. Milanka? Ja, hier rennt ein bisschen was rum, ne? Aber was hier auch rumrennt, ist ein 60er-Trupp an Rebellen. Barbaren meine ich. Geheimrat des Fürsten wird abgestimmt. Clans vom Rang 5 und höher, was ich bin, erhalten 0,1 Einfluss pro Tag. Dafür erhöhen sich die Einflusskosten, dafür Clans mit niedrigerem Rang in die Armee einzuladen um 20%. Wieso, Jorik? Wieso? Lass mich raten, Jorik, du hast so viele Besitztümer und deswegen jetzt schon Korruption? Und das ist eigentlich dein Hauptproblem? Verhältnis 20. Hier. Ich habe eh gerade wieder Verfall. Ja, weil ich auch über 1000 bin. Ach, Mann. So, wir haben mittlerweile Ende Frühling. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Es ist noch Wintergebiet hier, aber... Ach, guck. Es erholt sich wirklich langsam. Zwar wirklich sehr langsam, aber es erholt sich. Sehr schön. Hatte ich hier auf dem Spielstand eigentlich selber Werkstätten? Nee, gut. Gib mir mal nur ein bisschen was von allem. So, Fisch und Getreide reicht uns auf jeden Fall noch. Ich könnte sogar noch ein bisschen Fisch hier lassen, tatsächlich. Als Tauschgeschäft. Startverwaltung. Hier ist natürlich gar keine Reserve mehr. Die Idrum weiß schon gar nicht mehr, was sie machen soll vor der Langeweile. Wir haben allerdings noch Möglichkeiten. Nahrung ist im Plus, Garnison ist auch gut aufgefrischt. Forum. Für Einflusspunkte. Theoretisch. Ach, du bist ja hier noch die ganze Zeit am Rumbasteln, dass ich noch einen Trupp mehr hätte haben können. Hm. Mach mal das. 18 Tage. Ich glaube, da lege ich noch nicht mal Geld rein. Oder doch. Fürs Forum. Ja, doch, fürs Forum. Kriegst du mal einen Fuffi wieder von mir? Sobald du mal die 50.000 hier einrasten. So. Damit dauert es dann bloß 9 Tage, bis das Forum endlich mal gebaut ist. Damit wirke ich so ein bisschen diesen Verfall hier immer entgegen. Dieses Decay of High Influence. Beziehungsweise Geschworenengericht haben wir ja auch noch drin, ne? Und Adelsgefolge auch noch. Okay. Dann Orixala. Obwohl mir gerade auffällt, ich habe gar nicht darauf geachtet, wie in Tial denn die Werte stehen. Außer Essen. Wohlstand ist plus, Loyalität ist plus, Sicherheit sehe ich jetzt gar nicht. Fehlt hier einfach Sicherheit, ne? Fehlt komplett. Mann. Lehn, Tial, Sicherheit ist ein Plus. Sehr schön. Ey, zu, das Ding. Mach einfach zu. So, dir fehlt wieder mal alles. Du kriegst hier auch nochmal ordentlich was zugeschustert. Mauern auf Maximum, das ist geil. Hier können wir nochmal Garnisonssold senken.
Wäre eine Idee, ne? Ja. 10 Tage. Belagerungswerkstätten ist auch schon Maximum. Okay, also diese Burg hier ist tatsächlich kriegsbereit. Wenn auch mit einer relativ kleinen Garnison. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich halt das Template noch klein halte hier, weil ich halt immer zu wenig Geld habe. Hat sich jetzt zwar schon ein bisschen verbessert, aber es schwankt auch enorm. Also die Karawanen sind irgendwie auch nicht so der Ultra-Burner, muss ich sagen. Auch wenn sie hier gerade 1,5 einspielen, aber dafür kosten die mich ja auch über 22.000, wenn ich sie mal aushebe, und die werden ja regelmäßig abgefarmt. Ist nicht so geil, ja? Ist nicht so geil. Na gut. Ich wollte noch kurz an einem Dorf anhalten. Nehmen wir mal, ja, nehmen wir Visibrot. Ihr habt da bestimmt noch ein bisschen Elite-Infanterie für mich. Okay, Visibrot gehört offensichtlich zu Tjall. Aber mir gefällt, was ich hier sehe. Denn die Verhältnisse werden ja gesteigert. A, immer wieder, wenn ich mal zu Besuch bin. Beziehungsweise B, durch unsere Idrun. Die erfüllt ja die Quests für uns. So, du gehörst aber zur Burg. Ja, okay. Ah, das ist es, was ich sehen wollte. Hendrik wird belagert. Ja, war zu erwarten. Aber hier passiert nichts großartig, wa? Außer, dass Tovir sich gerade Akisa schnappt. Er hat 1000 Mann. Da brauche ich nicht mal helfen gehen. Er hat exakt 1000 Mann. Und Jorik hat sich Tamlu geschnappt, ja. Und ist jetzt auf dem Weg nach Erzenur. Hier. Er selber hat noch 1200 Mann. Ich brauche hier nichts machen. Wie geil ist das denn? Die KI schafft es endlich mal selbstständig zu überleben. Nice. Oh, Baldwin, mein Freund, was machst du da? Nee. Ich sag jetzt allen, dass sie nach Kranirok gehen sollen zum Verteidigen. Nee, das geht nicht hier drüber, es geht da drüber. Trupps. Baldwin. Order. Defend a Settlement. Kranirok. Eda. Defend a Settlement. Kranirok. Ansu. Defend a Settlement. Kranirok. Und Lavinia. Defend a Settlement. Kranirok. Und dieser Befehl bleibt so lange bestehen, bis ein Angriff kommt. Oder aber ich hingehe und sie abrekrutiere, ne? Apropos Hilda. Also das mit den 10 zu 90 hast du noch nicht kapiert, ne? Wieso hast du denn mittlere Speerträger und leichte Speerträger dabei? Oh, ich glaube, sie hängt jetzt fest mit ihrem Template. Ich glaube, sie hängt fest. Obwohl, nee. Es geht halt nur extrem langsam, weil sie halt die mittleren Speerträger und die leichten Speerträger da hat. Die Speermänner 1, die werden ja dann zu Kavallerie gemacht, ja. Wenn sie Erfahrungspunkte gemacht hat. Hm. Ja gut, wir gehen wieder rüber. Ganz ehrlich, also da kann ich nichts, da gehen wir wieder zurück. Ich bin bloß am Überlegen, ob ich diesmal südlich laufe, um noch Nahrung mitzunehmen. Ja komm, warum nicht? Gehe ich mal ein bisschen dahin, wo ich Nahrung sehe, wie zum Beispiel hier Kühe. Ich bin wirklich entzückt, dass die KI das jetzt endlich mal alleine schafft, gegen die Saga klarzukommen. So, gib mir mal die Kühe hier, noch ein bisschen Butter. Bisschen Käse. Cool wäre es ja, wenn du Kühe mit dir führst in der Armee, dass die selbstständig jetzt Butter und Käse produzieren würden, wa? Aber kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Das Fleisch nehme ich aber gerne. So. Hier gibt es nochmal Fisch. Obwohl ich jetzt nochmal ordentlich Überschüsse, damit ich die halt in Worschek ablegen kann. Also Überschuss an Nahrung und für mich unterwegs halt nur ein bisschen Vielfalt, dass ich da auch wieder einen Quartiermeister ein bisschen skille. Also einen Vogt meine ich. So. Nur mal so ein Interesse, das gehört uns ja schon eine ganze Weile. Ah, es fängt schon an zu germanisieren.
dass wir die römische Kultur bei den Soldaten so langsam rauskicken. Aber die wird niemals endgültig komplett rausgehen, weil es ist immer noch Kultur römisch, ne? Gut, hier gibt es zwar größtenteils Holz, aber ich kann da trotzdem mal gucken. Wo ich aber staune, ist, dass die KI nicht die Questlösung nutzt, ne? Mit den Statthaltern. Hier ist ein mega fettes Versteck die ganze Zeit. Aber auf der anderen Seite kann man es auch nutzen zum Farmen, ne? Also indem man halt einfach skillt. Immer wieder die Banditen hier angreifen als KI, ne? Jutetreide haben wir jetzt eigentlich kein Problem, wa? Ne, passt schon. In Agoron noch einen Zwischenabstecher und dann direkt rüber zur Front. Gehen wir ein paar Dryaden verprügeln. Übrigens, hier scheint es doch mal gekleidet zu haben, wa? Ach, Jorik! Das war bei Tamnu das Thema. Und Baldwin hat wirklich eine Karawane sich geschnappt. Dann war Baldwin anscheinend nicht auf defensiv gestellt. Das sah alles schon mal geiler aus, ne? Das sah alles schon mal geiler aus. Na gut. Gehen wir weiter. Abstecher an Diatma, da kann ich wiederum ordentlich zuschlagen. Epikrotier kann ich auch nochmal zuschlagen. Das bringe ich alles rüber nach Warschek. Kostet mich jetzt zwar auch wieder haufenweise Geld, aber ich sichere uns die Nahrungsversorgung und gleichermaßen vom zukünftigen Feind, der uns ja sicherlich auch bald wieder einen Krieg erklären wird, dem nehme ich einfach die Nahrung weg, sodass ich schneller belagern kann zum Beispiel. Bin mal gespannt, wie lange Pendrag jetzt durchhält. Es war kacke, weil ich so viele Clansleute verloren habe bei der Eroberung von Pendreik, aber auf der anderen Seite ist es genau dafür erobert worden, als Speckgürtel. So, wir sind in Diatma. Hier kann ich ordentlich zuschlagen. Na gut, totsaufen dürfen sie sich noch mit den drei Krügen. So. Hier können wir nochmal ordentlich Getreide theoretisch holen. Und Kühe. Ich hole mal zuerst Kühe. Hallo, ich würde gerne... Hallo, Hitbox! Danke. Nein, Manchuk wurde schon mal verprügelt. Von Jorik? Hä? Müsste ich jetzt nochmal vergleichen vom Datum her. Weil Jorik hat jetzt anscheinend gleichzeitig gegen Karthaga und Saka gekämpft. So, meins, 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 meins. Bei irgendwas muss ich ja machen, damit sich das hier mal wieder ein bisschen verbessert. Uzi geht natürlich wieder Römer rekrutieren. Toller germanischer König, wirklich ganz toller germanischer König, wie er da ist, ne? Hm. Oh yeah, Baby. Oh yeah. Oh, ich trage so viele Sachen. Upsi, dupsi. Ja, dann erstmal so. Okay, reicht jetzt mit Plünderkauf. Wir gehen jetzt hoch nach Warschek, lagern dort die Nahrungsüberschüsse ab. Die werden ja da auch ein bisschen verteilt an Omor und Revil, meine ich. Burg Akisa wurde geholt. Das hier los. Heda, sehr schön. In Vogt. Sollte ein Rekrutierungsgebühren. Ach, wieder der Scheiß, ne? Truppen sollt, während sie Teil einer Armee ist. Das machen wir mal. Weil wir machen ja gleich eine Armee mit ihr. Achso, da könnten wir eigentlich jetzt schon sagen, dass wir die mal rufen, wa? Kosten sortiert. Meins, 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 meins. Alter, wie günstig sind die hier alle? Die rufe ich mal mit dazu, wenn die so krass günstig sind. Die sind doch alle hier in der Nähe, ne?
Jetzt geht's hier um Akiza. Ist mir wurscht, ganz ehrlich. Macht mal. Wir haben ein anderes Ziel. Die Dryaden zurückschlagen und danach das westliche Imperium erneut versuchen zu vernichten. Was aber noch ein paar Kriege dauern wird, denke ich. Da kommen sie angerannt. Flupp, flupp. Flupp, 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 flupp. Und da kommen noch mehr. Sehr schön. Also erstmal Handel treiben, wie immer. Ihr bekommt jetzt die lebenden Tiere, die ja auch Nahrung produzieren von mir. Dann bekommt ihr einen ordentlichen Schwung an Getreide, an Fisch, die Hälfte von meinem Käse, von meiner Butter und von meinem Fleisch. Der Bier nicht. Da bin ich eigen. So, dann habe ich auch wieder mehr Platz. Und ihr habt wieder deutlich mehr Nahrung zur Verfügung. Dann gehe ich schon mal ins Versteck. Und die nehmen wir alle wieder mit. Aktuell haben wir jetzt schon so viele Leute, dass ich kein Viehtrieb hätte. Und da kommen noch mehr Leute. Also jetzt wieder Pferde mitnehmen, wenn wir sie erobern, ne? Okay. Flintholk. Ist doch ein schönes Ziel. Pendrake hat wirklich standgehalten? What? Lol. Ja, wird mich ankotzen. Würde mich dezent ankotzen. Aber gut, die Anlage selber ist gut zu verteidigen. Ne? Und da waren ja jetzt auch 200, 300 Verteidiger wieder drin. Hat doch ordentlich Verluste gekostet, ja. Hat uns insgesamt fast 1% gebracht. Nochmal zur Betonung, wir haben 20.000. Ja, okay. Passt, wackelt, hat Luft. Achso, Warshack nochmal Baubefehle. Nahrung ist wieder in Ordnung. Kannst du mal sehen, ne? Kaum das Warshack wieder. Nicht Warshack. Kagef wieder da ist. Liefert es uns 6 Nahrung. Achso, nee. Dann liegt es daran, dass ich gerade Nahrung hingebracht habe. Okay, nee, dann könnt ihr doch bitte. Nee, nichts. Nee. Nee, einfach nichts. Baut weiter an der Infrastruktur. Ja. Damit die Feuerstellen wieder schneller wachsen. Vor allem, weil sie ja ständig geplündert wurden. Hier, Rhodobas zum Beispiel, ne, wurde ja selten geplündert, eben aufgrund der geografischen Lage. Ist jetzt bei einer Feuerstelle von 400 und liefert hier einfach wie viel Nahrung? 12. Ich verstehe nicht, wo da die Feuerstellen Grenzen sind, damit die mehr Nahrung liefern. Ich hätte gedacht, dass der jetzt schon bei 18 ist. 24 wäre natürlich noch geiler. Nö, dann hier kriegst du nochmal einen 10er an die Hand, dann kannst du ihn ein bisschen länger bauen. In Kranirock gehen wir auch noch schnell gucken, während die Verstärkung unterwegs ist. Sehr schön. Ich habe nichts dagegen, wenn unsere verbündeten Armeen jetzt komplett in Saka unterwegs sind und ich hier mit unserer einen Armee, die ich habe, die Dryaden zurückhalte oder auch zurückschlage. So, die Mauer. 136 Tage. Nee. Das dauert zu lange, mein Freund. Mach erstmal das Festgelände 15 Tage. Gärten sieht erstmal okay aus. Werkstätten haben wir schon auf Maximum, ja? Ja. Belagerungsstätten nicht. Hm. Dann machen wir Anschluss die Kornkammer und dann die Mauern. Ja, du bräuchtest eigentlich noch Gefangene, ich weiß. Die kriegst du noch. Die kriegst du noch, versprochen. Sobald hier mal jemand angreifen möchte. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Flintholk. Und ich versuche mal diesmal Verluste einzusparen. Weil wenn es wirklich so laufen sollte, dass ich hier der Einzige mit einer Armee in der Front bin, dann muss ich die jetzt ein bisschen schonen, die Kräfte. Aber liebe Leute, nicht mehr heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao, ciao.